Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Warnfinders. Mein Name ist Bruce und ich bin heute Weihnachtsmann. Oh, man kann hier gar nicht rein. Schade. Na gut. Dann gehen wir erstmal an das Haus, würde ich sagen. Yay! So, und hier können wir alles... Oh. Zigarettenschachteln, die kann man alle verwenden. Erwerben. So. Ja, wir erkunden erstmal das Haus hier, was hier so alles drin ist. Nehmen uns vielleicht noch das ein oder andere Zeug mit. Wobei, ja, jetzt ist halt... Ah, guck mal, da ist ein Dude. Ja. Genau, wir haben ja in der letzten Folge entschieden, dass wir uns erschrecken möchten. Mal gucken, was damit so Welcome to Nico Shop. Zu uns noch mit dazukommt. Also ich habe noch 1400. Dann würde ich mir jetzt einfach die verbesserte Axt kaufen. So. Aha, okay. Und wenn ich sie nochmal kaufen würde, dann hätte ich die höchste Chance. Okay. Ja komm, YOLO. Warum nicht? So, ich habe jetzt die beste Axt, die man so bekommen kann. Ich denke, das ist eine sinnvolle Investition. Mal gucken. Wird das jetzt gruselig sein, oder? Oh, okay. Gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich direkt mal drei Sachen da rausbekomme. Was kriege ich jetzt aus allen Sachen drei raus? Das kann mit. Okay. Ja, so ein bisschen Ambient Sounds. Das ist so Horror-Standard, nicht? Okay. Natürlich interessant hier. So. Gut, dass ich die Kerzen hier kaputt mache. Die werde ich ganz sicher nicht brauchen. So, ich fände cool, oder ich hätte cool gefunden, wenn wir... Okay. Guck mal, da hängt sogar ein Skelett. Okay. Okay. Das ist interessant. Und das ist ein Part, den ich benötige. Das finde ich gut. Die armen Hühner wurden hier offenbar vorbereitet. Zum Verzehr. Oh, guck mal. Metallschrott. Ah, sehr gut. Ich brauche nämlich sehr, sehr viel Metallschrott. So. Was ist hier los? Kann man nichts rausholen. Hier sind noch ein paar Dosen. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich den Schrank da wegmachbar gemacht. Achso. Okay, das kann ich einsammeln. Sehr schön. So, ansonsten ist hier aber nichts drin. Außer natürlich nochmal der Mülleimer, der mir auch nochmal ein paar Sachen gibt. Ja, gut. Hätten wir die Küche auch geklärt, würde ich sagen. Ah ja, hier ist ja noch ein Schrank. Genau, den habe ich auch noch nicht durchgeguckt. Okay, hat sich auch so gar nicht gelohnt. Hier hinter ist auch nichts. Okay. Kann man den Schädel da? Nee, ne? Alles nichts, was man machen kann. Okay. Den Schädel nicht. Hier ist noch ein Bild. Naja, gehen wir erstmal hier durch. So. Ein Reisekoffer. Sehr schön. So. Die ist ein höheres Lockpick-Level. Oh nein.
Idiot. Hätte mir doch den Lockpick nehmen sollen. Ich dachte mir noch so, Lockpick wäre vielleicht ein Thema. Aber, na, stop. Ist noch eins liegen, genau. Ich habe mir gedacht so, ah ja, nee, da hätten sie mich schon vorher drauf hingewiesen. Eine Armbrust, cool. Ja, siehst ja. Die haben mich nicht drauf hingewiesen. So, das einen mitnehmen. Aber immerhin haben wir jetzt genug Material. Für immer. So, und wenn ich hier noch ein bisschen mehr recyceln kann, dann kann ich mir auch vielleicht das höhere Lockpick-Level holen. Denn das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, das wäre zumindest der Plan. So. Aber naja, wir sind hier jetzt erstmal durch und ich hoffe einfach, dass hier hinten noch mehr... Ja, ist ja gut. Dass hier hinten noch mehr abgeht und zwar, wenn wir hier über diese wundervolle Brücke springen. Wie habe ich das gemacht? Okay. So. Ach, guck mal, hier kann man auch... Nee, hier kann man nicht hinter. Okay. Hä? Recycle? Wertvoller Müll? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, hier kann man einfach rein. Das ist schön. Und auch noch weiter. Wow. Ein Alligator-Floß. Interessant, okay. Tragen? Schrott? Nein. Ich möchte den Schrott nicht tragen, ich möchte den Schrott zerstören. So. Tada! Ja. Habe ich doch schon gesehen gehabt. Nicht wirklich vom Hocker gehauen. Oh, okay. Ich habe schon 211. Ich glaube, ich brauche 400. 400 war das Thema. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Bin ja gespannt. Um dann letztendlich den wirklichen Punkt hier hinzubekommen. Und mein Lockpick zu verbessern. Ja, ich fände ja sowieso sinnvoll, wenn wir die ganzen Sachen, also gerade auch Lockpick und so weiter, das sollte eigentlich schon wirklich hochgepusht werden. Das sollten wir machen. Aber wir müssen eben auch aufpassen, dass wir nicht sagen, okay, wir sind nachher zu sehr beim Geld eingeschränkt, weil wir uns zu viel geleistet haben. Das ist eben auch ein Thema, was man beachten muss. Ich bräuchte jetzt ja ungefähr noch, ich weiß gar nicht, wie viel ein so ein etwas bringt. Ups. Mit richtig Anlauf. Croc Taxi, okay. Croc Taxi 3. Au. Oder vielmehr Au auf die Nase von dem. Ach komm, ey. Kann nicht sein hier. Whee. Whee. So, jetzt haben wir es, okay. So, hier ist noch eine schöne Schaufelstelle. Ist ja geil, wenn ich öfter schaufeln muss, ne? Wieder ist nix. Was soll denn das? Wieder extra drüber. Ups. Oh nein, wehe. Okay. Nochmal Croc Taxi. Oh, hi, Dude. Wie kommt's denn, dass du da so drin hängst? Kann ich nicht. Ein bisschen überflutet ist. Und. Okay. Nö, mach ruhig. Mir ist das egal. Also. Bin ich vollkommen ehrlich, mir ist das vollkommen egal, was du machst.
Ja, so eine grüne Gestalt, die so rumrennt, ist jetzt echt nicht. Also. Nicht mal gesehen, wo die da war jetzt gerade. Das ist kein Schlüssel. Schade. Gut, also dafür brauchen wir einen Schlüssel. Wo wir den herbekommen, wissen wir noch nicht, aber das werden wir bestimmt noch erfahren. Gott, hier geht es ja noch weiter. Was ist denn das für ein riesiger Bereich? Was habe ich denn hier gerade per Auktion freigeschaltet? Ich meine, das hat sich ja richtig gelohnt. Offenbar. Also, das ist ja hier schon. Das nimmt ja schon Ausmaße an. Jenseits von Gut und Böse sozusagen. Sehr gut. Er mit dem Geld. Auch das. Messer dazu auch. Oh, und diese komische, überhaupt nicht gruselig aussehende Puppe auch. Okay. Gut. Wenn man, ja, wer das haben will, der soll es haben, ne? Ich meine, das ist mir ja egal, aber. Richtig viel dabei rumgekommen. Ja, ich habe mir gedacht, bevor ich nicht genug Stuff habe, um meine Sachen hier zu reparieren, möchte ich lieber in die Axt investieren, aber es hätte nicht sein müssen. Wandaufwärter, okay. So, das ist auch weg. Ein bisschen Geld auf dem Boden. Ja, okay. Lockpick Level. Schon wieder. Wieder das Lockpick Level. Wo schwimme ich jetzt damit hin? Ach, zurück hierher. Okay. Das ist ja schön. Aber dann will ich nochmal zurück, weil ich war noch nicht fertig. Ich möchte gerne hier hinten nochmal lang. Wow, das war der Sprung war zu weit. Warte auf mich. Stop. No. Jetzt zu weit. Das ist halt doof, dass jetzt der Speicherpunkt quasi da ist. Ah. Naja, okay. Da ist ein Speed-Alligator-Floß. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich da jetzt genau lang. Ach komm! Das war ja wohl. Da war ich ja wohl drauf. Also jetzt mal ehrlich. Ja. Auf geht's! So, ich würde da jetzt einmal darauf springen. Ah, oh, ah, ich verstehe. Okay. So. Auch diesen ganzen Kram hier. So, gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas zum Buddeln oder so? Ich meine. Ups, ach wehe, wehe, ich bin jetzt resettet auf. Nee, okay. Wäre ich ein bisschen mad gewesen, aber okay. Ah ja, da kommt das Speed-Taxi. Ja. Hör auf da zu warten, ich brauche dich jetzt. So. Yes. Na, ich will auf dem bleiben. Eigentlich müsste ich ja hier einmal aussteigen zwischendurch.
Oh. Oh nein, jetzt habe ich ja noch weniger. Och nö. Oh no. Das ist das erste Mal, dass ich hier wirklich zurück muss, weil ich hier nicht genug Knete habe, um das hier abzuschließen. Natürlich echt schade eigentlich, ne? 150? 150 hat das jetzt gekostet. Tja, aber hey, das ist ein cooles Ding. Können wir jetzt mit arbeiten. Wo ist mein Croc-Taxi? Kommt er hier nochmal? Hallo, Croc-Taxi! Ah ja, da kommt er, okay. Wow. So, Mist, ey. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Nein! Ach du doofes Ding! Muss ich jetzt noch mal warten? Oh. So. Genug gewartet. So. Also, auf dem Ding war ich ja jetzt schon. Das ist ja jetzt Geschichte, das haben wir gemacht. So. Speeden wir mal hier rüber. Dude. Du bist hier und holst einen ab? Oh wow. Hätte ich das gewusst. So ein Mist. Hm. Naja, okay. Gibt es irgendwelche Sachen, die man einsammeln kann oder so? Nee, ne? Nur gleich gibt es noch eine Sache, die man einsammeln kann. Und zwar... Wow. Und zwar diese Klopapierrolle dort. Okay, der hat mich gekriegt. Der hat mich gekriegt. Der hat mich gekriegt. Da habe ich mich ein klein wenig erschrocken, als dieses große Alligatorvieh aus der Ecke rauskam. Ich hatte mir aber sowas schon gedacht, tatsächlich. Ich hatte mir etwas Ähnliches bereits ausgemalt, dass sowas passieren könnte, würde. Und so weiter. Geh mal hier runter. Darauf. So, aber... Ja, wir haben es überlebt. Immerhin. So. Okay. So, wenn ich jetzt hier nicht noch einen riesigen Geldstash finde, dann bringt mir das hier alles absolut gar nichts, denn ich werde Moses einfach nicht finden. So, ja, ja. Ich glaube 400 waren es, ne? Kann man hier nicht auch noch ein bisschen feilen? Later, ja, Mann. Also feilschen. Ja. Ja, ich muss erstmal zurück. Ja. So. Ja, fehlen mir natürlich noch ein paar Gegenstände. Ich kann das voll und ganz verstehen. Aber leider, ja. Wird das nix. Erstmal. Denn wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. So. Pack das mal rüber. So, hier. Oh, wir haben den auch noch. Oh. Meine ich doch. Mir war nämlich auch so, dass wir da noch einen hatten. Ja, kein Wunder, dass ich kein Geld habe. Oder nicht so viel. So, egal. So, wir basteln jetzt hier einmal noch ein bisschen rum. Oh, der Flammenwerfer, ja. Mhm. Schön. Wir haben noch so viele Sachen. Aber okay, das gehört auf jeden Fall zu dem anderen Teil. Das heißt,
So viel fehlt da eigentlich gar nicht mehr. Bin gespannt, wie viel das nachher am Ende bringt. Das interessiert mich. So, das ist ein Kühlschrank. Oder ein Tresor. Ah, ein Tresor ist das. Okay. So. Oh, wow. Okay. Was ist denn das? Oh, man kann einen Ritter bauen. Okay. Ja, why not? Why not? So, der Rest ist alles in Ordnung, alles gut, alles schick. Okay. So, das bedeutet, wir können jetzt einmal hier reingehen und können hier vervollständigen. Und zwar alles Mögliche, was man hier so hat. So. Frage ist, werde ich genug vervollständigen können, um einen neuen Skin zu bekommen? Oder vielleicht sogar noch viel besser, einen neuen Skin, sondern etwa den Lockpick? Werde ich mir den Lockpick kaufen können? Frage aller Fragen. So. Noch was? Mal kurz hier. Okay. Ist auf jeden Fall noch was. Ich glaube, so viel wird da nicht mehr sein. Hier war, glaube ich, nichts. Hier war auf jeden Fall was. Das Teil und... Yay! Genau. So machen wir das. Sehr schön. War alles auch geklärt. So. Und dann haben wir nicht mal ansatzweise genug, um das auszufüllen. Ich mache hier noch ein bisschen was ran, hier noch ein bisschen was ran. Ja, die Gitarren hier, ne? Die sind im Kommen. So, und dann wird einmal gepennt. So. Dienstag. So. Kommen wir mal vorbei hier. Im Spots for Sale. Gut. So, theoretisch gesehen brauche ich ja ein bisschen Geld. Deswegen Geld. Und jetzt haben wir jetzt aber hier hinten die zwei schönen Prachtstücke. Das heißt, möglicherweise können wir die mal verkaufen für richtig teuer Geld. Aha. Was? Ah, okay. So, dann schauen wir noch mal, was wir hier rausbekommen. Ja. Ja, ist okay. 16, ja. Kann man mal machen. Okay. Sind die beide hier? Ne, hier ist eine. Okay, 1300. Oh nein. 235. Oh. Das ist 336. So, das ist plus 471. Ja, komm. Das machen wir. So, ah. Ach nee. So, was ist mit ihm hier? Ach so. Ah. Gott, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Hm? Guck mal. Also minus 23. Ja, komm, dann kauf ich das. Dann kaufen wir das Ding. Ist doch okay. Schöner Laden, ja, ich weiß. So, aber weißt du was? Ich mach den jetzt erstmal wieder zu. So, denn ich will nochmal... Welcome to Miko Shop. Miko, it should work. So, weißt du was? Ich mach den YOLO-Stuff. So. No.
Ich habe jetzt direkt mal das Höchste davon genommen. So, und jetzt kann ich hier einmal einen Barn Hub. Und den Finstersumpf, da reisen wir nochmal hin. So, und denn ihr wollt sicherlich noch wissen, was in den abgeschlossenen Bereichen ist. Und genau das werden wir jetzt rausfinden. Genau darum werde ich da jetzt nochmal zurückgehen. Das ist nochmal ganz wichtig. Und dann schauen wir mal. Und dann schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob ihr die feilschen Geschichten, ja, ob wir das mit dem feilschen auch weiterhin machen wollen oder ob das eher so nee ist. Oh. Ach. Liegt jetzt wieder Stuff zum Recyceln rum. Na, das ist ja praktisch, ne? Also ich meine, ist ja schon fast Exploiten hier, was ich mache. Also falls man mal keine Materialien hat, kann einfach dahin zurückfahren, wo man schon war, und dann ist das okay. Natürlich auch interessant. Und durchaus praktisch, nicht wahr? So, nochmal das Licht an. So. Der ganze Stuff hier nehme ich auch noch rum. Ach, guck mal. So, und ich glaube, hier kam... Ah ja, stimmt, hier kamen wir rein. Ja. Also so ein bisschen Stuff wieder da. Nicht alles. Das ist interessant. Das finde ich interessant. Könnte denn jetzt hier auch was drin sein? Also, ich meine... Egal. So, hier war ich ja auch drin. Hier habe ich offenbar das vergessen. Okay. Habe ich das Ding hier überhaupt durchgeguckt? Ja doch, das hatte ich auch durchgeguckt, ne? Ja. So, da ist nichts drin gewesen. Hier hat der Tür auch nicht. So, jetzt, das ist hier der richtig harte Stuff. Sehr gut, jetzt kann es nämlich nur noch so sein. Sehr schön. So, dann haben wir auch diese Tür offen. Das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, einen Scare zu machen. Sobald man das erste Laken wegnimmt, aber okay. Chance verpasst, würde ich sagen. Chance verpasst. Oder hier, wenn er jetzt einfach von oben was runtergeguckt hätte. Das wäre ein richtig guter Scare gewesen, aber... Chance verpasst. Wie soll ich denn machen? Was soll ich so tun? Nee. Kommt man hier durch? Nee. Oh, okay. Ja, irgend so einer, der hier auch, ich glaube, das sind Patreons auf den Bildern, der hat hier auch was gesehen. Aber jetzt war hier doch gar nichts drin, was ich irgendwie jetzt richtig teuer verkaufen konnte, oder? Oder sehe ich das falsch? Habe ich hier irgendwas gefunden gehabt? Nee. War nur dieser Käfig hier drin, oder was? Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich schade. Ich dachte natürlich jetzt, da ist noch ein bisschen mehr Stuff drin, aber okay. Offenbar nicht. Ah nee, genau, da war ja auch nichts mehr und ich muss jetzt quasi... Oh nein, ich muss nochmal darüber, okay. Dachte ich konnte das. Hätte jetzt das Boot nutzen können, aber nein. Muss jetzt nochmal rüberspringen. Auch immer ich das beim ersten Mal ohne... Fehler gemacht habe, okay. Ja, so, okay.
Genau, hier war nichts. Hier war alles beim Alten. Okay. So, einen Schlüssel hatten wir hier auch nicht gefunden. Stattdessen liegt hier noch ein bisschen Zeug auf dem Boden. Das ist okay. Ah! Hm. Großer Anlauf. Große Verantwortung, genau. So, hi, Dude. Der du hier so im Eich schwimmst. So, jetzt kommt Trick Jump. Yes, zack, bam. Wow, Speedrun. Yeah. Speedrun Strats. Ja, komm, hier. Ich mach dich kaputt. Oh. Du erschreckst mich nicht. Was? Oh, okay. Oh, okay. Das hatte ich gar nicht gefunden. Den Stuff hier. Cool. Oh. Sehr interessant, okay. Also so ein Medaillon ist hier auf jeden Fall. Ja, das ist halt so Standard-Stuff, der hier so rumliegt, ne? Ja, das Übliche halt, ne? Scheiterhaufen hier, ja. Ist ja auch nichts Wildes, ne? Nee, nee, komm. Ganz normale Sachen, die man hier findet. Irgendwas in der Ecke oder so? Nö. Gut, alles klar. Ah ja, hier. Kann ich nochmal verwerten, okay. So, darum ging es jetzt aber auch gar nicht. Denn das war jetzt der böse Bereich sozusagen. Der Huhuhu-Bereich. So. So, und hier kann ich jetzt aber sehr gut. Das geht nämlich gar nicht mehr anders. Sehr schön. Ja. So, und dann sind wir hier drin und können dann mal das hier. Oh, ja, sehr gut. Ein Schlüssel. Wozu ich den brauchte, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ich brauche den irgendwo. Brauche ich denn den Schlüssel? Ah. An einer ganz komischen Stelle brauchte ich den, glaube ich. Nämlich hier. Nein. Will ich nicht. Wusste natürlich, dass das nicht der richtige Ort ist. Wollte euch nur testen. Ja, genau. Stimmt, hier war das nämlich. Wo die alte Party gemacht hat. Yo, hi. Das ist der Kollege, den ich brauche. Aber guck mal, dafür brauchte ich jetzt auch wirklich den entsprechenden Stuff, ne? Also, es ging halt auch jetzt echt nicht anders. So. Das will ich mithaben. Den will ich mithaben. Und dann hoffe ich, dass das eigentlich alles war. Ja. Eindeutig. Sehr schön. So. Damit haben wir auch diesen Bereich hier geklärt. Sehr gut. Wir haben also wirklich alles gefunden hier jetzt. Und dementsprechend können wir wieder abreisen. Mensch. Das war auch interessant. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Bevor ich jetzt hier aber nochmal... Machen wir doch mal einen neuen Anstrich hier. So, sehr schön. Das hat sich jetzt auch nochmal gelohnt. Genau. So, und dann können wir jetzt wieder zurück zum Pfandhaus. Jetzt haben wir auch alles gefunden, alles, was noch übrig war.
So können wir die Map abschließen und somit kann ich auch die Aufnahme abschließen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch natürlich wie immer einen traumhaften Tag, wenn ihr da schaut. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.